Kurt Krömer hält Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Schnarchnase. Das sagte der Komiker und Bestsellerautor im Spitzengespräch beim Spiegel. Krömer würde sich von Scholz wünschen, dass er auch mal sagen würde, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Er kommt immer unheimlich arrogant rüber, wo ich mir denke, hältst du uns alle für doof? Auch Friedrich Merz ist für Krömer keine Alternative auf der Kanzlerposition. Diese Konstellation wäre auch schlimm, sagte er. Wenn ich entscheiden könnte zwischen Scholz, Merz oder Habeck, würde ich sagen, Habeck. Für Krömer kann der Wirtschaftsminister am besten erklären. Da habe ich das Gefühl, der macht eine ehrliche Ansage.